Moin Leute, herzlich willkommen zur Evolve Alpha. Ja, ich dachte mir, ich probiere das Spiel auch einfach mal aus und ich habe eben schon mal eine Runde gespielt als Monster, einfach nur weil ich irgendwie Monster geworden bin, frag mich nicht warum. Und ich habe jetzt meine Präferenzen mal so eingestellt, dass ich wieder Monster werde, denn mit den Monstern kenne ich mich jetzt schon aus. Falls ich also Monster werde, kann ich jetzt vielleicht ein bisschen euch schon mal was zeigen. Ich habe das Spiel als Monster eben gerade sogar gewonnen. Also, das hat mich ein bisschen gewundert, aber hey, erste Runde, erster Sieg, das kann sich doch sehen lassen, dachte ich mir. Und jetzt bin ich Level 2, wie ihr hier unten seht. Kein großes Ding an und für sich. Und ich bin mal gespannt, wie schnell wir hier Leute finden werden. Ansonsten mache ich hier notfalls einen Cut, falls es zu lange dauert. Aber eben ging es eigentlich recht zügig. Ich lasse mich auf jeden Fall überraschen. Ja, ein paar andere Leute von Troubletown spielen das Spiel ja auch und ich werde heute Abend auf jeden Fall auch nochmal mit Dalu eine Runde aufnehmen. Also da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein, dass ihr da nochmal eine weitere Runde sehen werdet. Und es sieht so aus. Choose Roll. Momentan bin ich Monster. Das finde ich gut. Dann werde ich vielleicht nämlich wieder Monster und oh, zwei Level 1er. Das ist natürlich schön. Die haben genauso viel Ahnung wie ich eben gerade. Und vielleicht kann ich die ja wegsnacken. Ein Level 6er und ein Level 4er. Man darf gespannt sein. Man darf wirklich gespannt sein, welche Rolle die anderen auch annehmen werden. Ich hoffe einfach mal, dass wir Monster werden. Sonst muss ich erstmal schauen, dass ich ein paar neue Fähigkeiten ja habe. Und muss mich damit erstmal zurechtfinden. Aber das kriege ich schon hin. Und ich werde ein bisschen das Alpha-Gameplay aufnehmen. Vielleicht hat der ein oder andere ja Bock, sich das anzuschauen. Und probiert es einfach mal selber aus, sonst. So, der Timer ist gleich abgelaufen. 5 Sekunden nur noch. Dann geht der Spaß hier los. Und wenn ich Monster bin, wäre es ziemlich nice. Also hier steht ja, Choose Roll, Monster. Komisch, ich hätte jetzt gedacht, dass die meisten Leute bestimmt eh Monster werden wollen. Und man deswegen nur schwer Monster wird. Aber scheinbar wollen die meisten Leute wirklich im Koop spielen. Als Monster kann man ja auch niemandem die Schuld geben. Was? Oh nein. Ja, okay, komm, wir suchen ein neues Spiel dann. Ich frage mich nicht, warum die Session da jetzt abgekackt ist. Wie gesagt, es ist halt noch eine Alpha. Oh, scheiß die Wand an. Ja, nee, gegen mit denen will ich ja eigentlich nicht spielen. Weil die sind mir zu gut. Die sind ja Level 22, Level 10 und Level 11. Gegen die werde ich ja niemals gewinnen. Die haben bestimmt schon Epic Shit freigeschaltet und die kennen das Spiel ja auch schon viel besser als ich. Nein, jetzt geht's wirklich los. Oh nein, hoffentlich bin ich jetzt nicht das Monster. Oh Mann, ich lass mich überraschen. Wenn ich jetzt wirklich das Monster bin, das wäre natürlich jetzt nicht so hardcore geil. Dann werdet ihr wahrscheinlich hier ein richtiges Fail-Gameplay erleben. Muss mal schauen, welche Skills ich mir auswähle. Ich habe mit dem Sprung vorhin sehr gute Erfahrungen gemacht, deswegen glaube ich, werde ich den Sprung einfach wieder skillen, falls ich halt jetzt Monster bin. Falls nicht, scheiß doch der Bauer drauf. Ach, egal, nicht so viele Gedanken machen, ist ja Just for the Lols. Und ich hoffe, ihr habt alle einen Key bekommen. Falls nicht, schaut euch mal um im Internet, gibt es massenweise Keys. Irgendwie hat jeder 300 Keys bekommen und jeder verschenkt seine Keys und... Ohne Evolve Key an diesem Wochenende hier dazustehen, ist quasi eigentlich unmöglich, möchte ich meinen. So, jetzt wäre es mal schön, wieso dauert das Laden denn jetzt wieder so lang? Ach ja, naja, nicht lang schnacken, Kopf in Nacken. Ansonsten, was gibt's zu Evolve zu sagen? Das ist halt ein Koop-Game, also es spielen 4 Menschen gegen ein Monster. Und jetzt warten wir hier auf andere Spieler. Ja, wir sind wirklich Goliath wieder geworden. Und ich werde Goliath auch einfach wieder nehmen. Select. Und ich darf hier jetzt mir meine Skills aussuchen. Damage 100%, Radius 100%. Ich würde gerne das hier wählen. 30%. Ah, okay. Das heißt, der höchste bringt gar nicht so viel. Wenn ich hier jetzt noch einen reingebe... Oh, jetzt hat er das genommen. Ah, egal. Increase Climb Speed machen wir dann einfach mal. Ist doch das Einzige, was ich nehmen kann. Und dann sind wir jetzt schon bereit. Die Leute zocken scheinbar nur zu dritt gegen mich. Die haben sich wahrscheinlich gedacht, ey, der Grants ist eh ein Kackvogel. Der kann ja eh nix. Und, naja, gut. Wollen wir mal gucken. Also, was ich jetzt machen muss, meine lieben Freunde. Ich muss essen, essen, essen. Ich muss probieren,
möglichst viele Tiere zu finden. Und zum Beispiel hier vorne ist ein Vogelschwarm. Den Vogelschwarm möchte ich nicht aufschrecken. Warum nicht? Weil die Gegner dann sehen. Wo ich mich gerade lang bewege. Die rechte Maustaste mache ich immer. Ah, guck mal, da oben ist zum Beispiel jetzt Viechzeug. Und diese Viecher muss ich angreifen und essen. So, warum muss ich essen? Damit ich mich weiterentwickeln kann. Und jetzt ist hier doch ein Vogelnest und ich bin mitten reingerannt. Das ist natürlich richtig low. Das ist richtig low, Bob. Okay, wir essen hier schnell. Ich sehe momentan aber noch keine... noch keine Menschen in der Nähe. Okay. Das gefällt mir. So, dann schnappen wir uns hier jemanden. Oh, doch, da hinten kommen die Menschen, Leute. So, jetzt werde ich mal richtig Gas geben, schnell. Weil am Anfang muss ich versuchen abzuhauen. Weil die Menschen sind auf jeden Fall stärker als ich aktuell. Und deswegen sollte ich dann erstmal probieren, denen aus dem Weg zu gehen. Ah, okay, er versucht mich jetzt scheinbar. Warte mal, wir könnten... mich jetzt gerade mal versteckt. Ah, Mist, okay, die haben mich direkt gesehen. Ah, und sie haben jetzt dieses Fangdingens um mich herum geparkt. Das ist mies, das ist wirklich mies. So, jetzt muss ich aufpassen. So, warte. Die hauen jetzt aber erstmal scheinbar ab. Okay, warte. Und dann jumpen wir gegen den. Oh, was war da denn los? Ah, die haben mich im letzten Moment irgendwie festgehalten. So, ich muss jetzt aufpassen. Die haben momentan, haben sie halt wirklich gute Chancen gegen mich. So, warte. Und moin! Na, wie geht's dir? Oh, guckt euch den an. Der hat schon richtig was abgekriegt. Und... ah, vielleicht kriegen wir den. Vielleicht kriegen wir den. Komm schon, komm schon, komm schon. Hoch da mit mir. Hoch, hoch, hoch. Ah, ich würde den jetzt hier gerne wegsnacken. Und... rüber. Zack. Wieder den nächsten weggeballert. Also, wir haben gut Schaden gemacht gegen die. Und da drüben den Typen. Den hier... den könnten wir vielleicht sogar kriegen. Der ist nämlich richtig low schon gerade. Komm schon, die hauen jetzt ab. Und wo will er hin? Wo will er hin? Dahin. Okay, dann springen wir auch dahin. Oh Mann. Ja, komm, gib ihm. Ich muss eh... ah doch, jetzt könnte ich weg, weil jetzt ist das Schild weg. Und da würde ich sagen, hauen wir das Schild jetzt auch mal eben weg. Da drüben der Heiler. Zack, okay, der hat richtig kassiert. Komm schon. Ah Mann. Egal. Guck mal, meine Lebensenergie sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ah, ich bin ja mit diesem Harpunen-Ding gerade festgetackert worden. Da kriege ich schon wieder Blitzherpes. Das ist nicht gut. Okay, Leute. So, wir hauen jetzt erstmal ab. Ich habe ein paar Sprünge mir aufbewahrt. So. Und damit kann ich auf jeden Fall schön schnell abhauen erstmal. Die müssen mich jetzt jagen. Und ja, ich werde hier probieren, abzuhauen in der Zwischenzeit. So, laufen. Keine Vögel aufschrecken, wenn es geht. Komm schon. Ich habe mal eben das Sense-Dingens gemacht, um zu schauen. Befinden sich nicht mehr so nah bei mir. Okay, also die erste Begegnung mit den Menschen haben wir zumindest überlebt. Das ist auch auf jeden Fall schon mal was. Deswegen hauen wir mal eben ab. Und guck mal, hier ist zum Beispiel jemand. So, den können wir wegsnacken. So, okay, sehr schön. Ah, warte. Hier sind richtig viele. Ah, geil. Ey, verzieh dich mal, Junge. Den müssen wir killen. Und die Gegner? Nein, die Gegner sind noch nicht hier in der Nähe. So, wir hauen ab. Und wenn wir hier gleich ein bisschen was noch gefressen haben, könnten wir uns, glaube ich, schon weiterentwickeln, wenn wir Glück haben. Oh ja, okay. Okay, wir können uns jetzt evolven. Keine Gegner in der Nähe, deswegen nutze ich die Gelegenheit hier mal eben... oh, mein Controller spackt gerade ab. Sorry, falls ihr das hört. Und ich würde jetzt gerne mir den Feuerdingens nehmen und den Charge auf einen Level. Jetzt muss ich hier noch 3 Sekunden warten, in der Hoffnung, dass die Gegner mich jetzt nicht finden in der Zwischenzeit. Und dann haben wir uns evolved. Oh, aber jetzt sind sie genau gekommen gerade. Aber ich versuche jetzt schnell abzuhauen. Denn, ich würde mich natürlich noch gerne weiterentwickeln, um euch noch mehr zu zeigen hier. Die sind immer noch hinter mir, wa? Die Spinner. So, komm schon. Die Drecksviecher hier. Oh nein, Vogelschwarm, Mist. Nicht aufgepasst, wieder durch den Vogelschwarm gerannt.
Und wieder wissen die jetzt, wo wir lang gegangen sind. Das ist immer schlecht, wenn man durch Vogelschwärme rennt. So, komm schon. Okay. Smell. Smells like Teen Spirit hier, der Shit. Oh nein, da kommen wieder neue Vögel. Okay, momentan. Oh, da ist eine sehr dicke Beute. Schaut euch den an. Da werde ich direkt meinen Skill reinballern. Komm schon. Den muss ich nämlich richtig schnell killen. Denn wenn ich den jetzt fresse, bin ich natürlich angreifbar für die Gegner. Oh Mann. Okay, dann machen wir den Charge. Ich probiere mal eben, zack, zumindest einmal kurz gegen die zu kämpfen. Weil um uns herum ist eh die Arena wieder. So, und warte, der Typ, vielleicht kriegen wir den. Nein, schade, knapp daneben. Auch vorbei leider. So, mit dem Stein zu schmeißen, war vielleicht nicht die beste Idee. So, wer ist hier der Heiler wieder? Warte, jetzt können wir schnell mal eben, zack, okay. Mal eben unser Ziel geändert. Und da haben wir ihn. Hey, der will abhauen wieder. Der will abhauen, okay. Na gut, ihr könnt gerne abhauen. Aber ich werde euch finden. So, da drüben stehen sie alle. Bam, da sind wir richtig schön rein. Oh, guckt euch das an, Leute. Und wenn ich jetzt den Stein geworfen kriege auf den. Ja, wir haben den ersten Down. Jetzt müssen sie den wiederbeleben. Aber, warte mal, ich werde hier nicht von denen loslassen. Das könnt ihr euch abschminken. Und ah, den haben wir sogar noch erwischt. Und jetzt den Stein direkt hinterher werfen. Oh, no. Ich verliere gerade ein bisschen Lebensenergie. Oh, komm schon. Den Typen hier will ich gerne noch mir wegsnacken. Den kriegen wir, oder? Kriegen wir den? Leute, können wir es schaffen? Ja, wir schaffen das. So, nice one. Der Supporter ist dead. Also, der ist jetzt wirklich down. Und, ey. Hier wird keiner wiederbelebt, mein lieber Freund. Hier wird keiner wiederbelebt. Und zack, schwer den Stein geworfen. Da kommt einer. Zack, den haben wir auch wieder erwischt. Oh, die machen nicht viel Schaden gerade an mir. Also momentan sieht es eigentlich gut aus für uns. Da unten würde ich gerne den Stein raufwerfen. Haha, und komm, den kriegen wir. Mist, daneben gesprungen. Ah, ist das ärgerlich, aber komm schon, komm schon. Chargen, hinterher chargen. Ah, jetzt den Stein werfen. Den habe ich erwischt, den habe ich erwischt. Also, damals Tank zu spielen bei Left 4 Dead hat sich hier jetzt ausgezahlt. So, und den würde ich jetzt ungerne entkommen lassen. Komm schon, wir kriegen die, Leute. Ich muss mich hier noch nicht mal aufs höchste Level evolven. Und wir schaffen es, glaube ich, trotzdem. So, der versucht doch bestimmt hier wieder jemanden zu beleben. Das kann er aber vergessen. Haha, ja, hau du mal lieber ab. Hau du mal lieber ab. Und jetzt komme ich hinterher gesprungen. Kriegen wir den auch mit dem Stein? Yeah, baby, hast du den Steinschlag gesehen? Zack, den rennen wir jetzt auch nochmal um. Olaf der Grausame. Und Leute, das war's. Das Monster hat mal wieder gewonnen. Grants, ey. Grants ist scheinbar ein richtiges Monster, Leute. Und wir bekommen jetzt hier auch wieder ein bisschen Levelpunkte. Also, entweder bin ich ein gutes Monster oder die Leute spielen komisch. Ich habe keine Ahnung, ob das Monster OP ist oder was. Eigentlich hätte ich jetzt gesagt nein, aber keine Ahnung, keine Ahnung. Egal, wir sind Level 4 sogar geworden. Nice, 2 Level-Ups in einem Play. Das muss man auch erstmal schaffen. Und wir bekommen hier dafür noch ein bisschen was DNR. Und ja, habe ich da irgendwas Neues freigeschaltet? Nein, mit dem Firebrief habe ich gar keinen Schaden gemacht. Den habe ich nämlich nicht mal geskillt. Mein Leap-Smash allerdings war ziemlich gut. Oh, hier, mein Steinwurf, auch nicht schlecht. Steinwurf, das habe ich ja bei den Highland Games schon gelernt. Daran liegt es wahrscheinlich. Und ja, wir haben leider nichts weiteres freigeschaltet. Nun gut, meine lieben Freunde, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr auf jeden Fall wieder zugeschaut habt. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und falls ihr mehr von Evolve sehen wollt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Oder aber schreibt es mir einfach oder haut einfach den Daumen nach oben. Das meinte ich. So, und jetzt seht ihr hier den epischen Endfight. Ihr könnt nämlich hier die an der Timeleiste, die ist sehr cool gemacht, kann man immer recht schön das Match zurückverfolgen. Aber gut, okay, seht ihr hier, da bin ich zum Beispiel gerannt, alle rennen hinterher, das war der erste Aufeinandertreffen, so. Dann bin ich aber abgehauen, als ich die Möglichkeit hatte. Und guck mal, ich bin als Monster, habe ich halt den Vorteil, dass ich echt schnell bin. Hab mich dann hier evolved und dann haben sie mich eingeholt. Na gut, ich bin raus, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, haut rein!